Gibt's hier wirklich nichts? Smike! Oh, oh je! Da, das war doch nicht schlimm. Aber die Geschichte braucht ein paar Schurken. Wie wär's mit Krähen? Krähen sind furchterregend. Weichling, nein. Wir brauchen etwas Neues. Mhm. Etwas Böses aus der Welt des Wesens. Etwas... Sieh nur, wie sie hereinströmen. Das gibt der Geschichte eine fiese Wendung. Und wie genau nennt man die Dinge? Schnipsel. Furchtbare kleine Dinger. Schnipsel sind schon böse, ja. Sie sind ja überall. Ein ziemliches Chaos. Die Leute scheinen eure Hilfe zu brauchen. Das ist das Ende der Welt. Es fällt eine Plage vom Himmel, um es zu vernichten. Bist du eine von denen? Ein Geist der Dunkelheit? Oder eine Bringerin des Lichts, die uns rettet? Tu, was nötig ist. Ich kann dich hinsehen. Dein Leitlicht wird die Schnipsel hypnotisieren. Sie werden ihnen überall hin folgen. Probier es mal in diesen Schnipseln aus. Und wo sollen sie hin? In das Loch? Easy. Gibt's hier noch mehr? Das waren alle, oder? Mit euch? Matsch! Einfach überrollt. Gut, why not, ne? Sonnenlicht gehorcht dir, du hast uns gerettet, danke! So. Da sind noch welche. Jetzt umschubsen. Ja. Okay, die Mechanik ist halt komplett anders als beim ersten Teil auf der Vita. Den ersten Teil habe ich auf der Vita gespielt. Da war das ein bisschen einfacher, weil du einfach mit dem Touchpad gearbeitet hast. Du hast diese Steine zum Fallen gebracht. Die Geister unserer Vorfahren müssen nicht geschickt haben. Da hinten sind noch welche. Jetzt müsst ihr wohl in den Brunnen. Ist das ein Brunnen? Gehst du da bitte rein? Das Licht hat ihnen gesagt, dass sie in den Brunnen springen sollen. Haben noch welche? Sind die denn? Ich sehe sie gar nicht. Ach so, sind einfach nur Dornenranken. Okay. Sich hat die monströsen Tentakel verscheucht. Und das waren offensichtlich alle. Ihr habt die fiesen Augenkisten vertrieben. Wir haben noch mehr Tricks auf Lager. Okay. Das ist meine Geschichte. Gut. Die Bühne ist bereit. Die Darsteller ausgewählt. Deine Rolle ist es, Artois zu leiten und so die Nachricht zu überbringen. Auf zu dem Loch im Himmel. Viel Glück. Das ist meine Geschichte. Das ist meine Geschichte. Aber ich kann immer noch nicht springen. Du hast die einäugigen Unholde vertrieben. Vielleicht kannst du das Loch im Himmel reparieren. Schau nur, was für eine wundervolle Welt vor uns liegt. Sie dürfen sie nicht ruinieren. Okay.
Kann ich denn jetzt irgendwas da aufnehmen? Ja, jetzt kann ich. Komm her, Eichhörnchen. Wirf mich, wirf mich. Es will noch geworfen werden. Zack. Yay. Wir haben ein Tor. Weil es heißt ja nicht mehr Tor. Komm her, Eichhörnchen. Mist. Wo genau muss ich dich denn hinwerfen? Ach, da rein. Huch. Ist das rote Geschenk? Ja, aber das wollte ich gar nicht. Und das blaue? Die Anleitungshörnchen haben Konfetti zur Aufbewahrung dort hineingetan. Die roten können geöffnet werden, indem du die Touchpad-Taste drückst. Aber die blauen öffnen sich nur, wenn etwas Herausragendes gemacht oder jemand geholfen hast. Okay. Komm her, Eichhörnchen. Ich schmeiß mich nochmal hier durch. Yay. Komm her. Wir schmeißen einfach ein paar Eichhörnchen durch die Gegend. Wird schon passen. Es sind genug da. Bisschen Konfetti sammeln. So. Da haben wir schon reingeschmissen. Gibt es hier noch einen? So bestimmt. Hier. Aha. Zack. Oh. Falsche Richtung. Jetzt. Ha. Geht doch. Du hast es geschafft. Okay, das war offensichtlich die Aufgabe. Und schon haben wir eine Trophäe. Sehr schön. Dann machen wir doch mal das hier auf. Wie komme ich da hoch? So. Tschack. Noch mehr Konfetti. Da oben ist noch eins. Eins von sechs Geschenken. Okay. Wow. 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 Geh hoch. Geh da hoch. Frechheit. Nö. Geh doch nur da hoch. So. Zack. Das war das zweite. Wir helfen. Wir springen ein Loch. Was für ein Loch. Wenn ich was für ein Loch du möchtest. Wo ist hier ein Loch? Wo ist hier denn ein Loch? Oh, da oben ist ein weißes Männchen. Können wir Fotos machen? Ich wusste jetzt nicht wie. Hier ihn da. Kann ich dich anquatschen, Typ? Haben wir schon mal das dritte Geschenk. Im anderen Teil war es ja so, dass du Fotos machen konntest. Und dann hast du die Anleitung von den Papercraft-Figuren gekriegt. Aber komm an den da gar nicht ran. Nee. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Da geht's weiter. Ist auch bestimmt noch irgendwas. Gibt es doch aber sicherlich noch irgendwas, was wir übersehen haben. Es fehlen ja noch ein paar Geschenke. Aber... scheinbar nicht. Das ist ein Fragezeichen. Wo ist Fragezeichen geblieben? Hast du den Himmel gesehen? Er wurde stark verletzt. Wirst du ihn heilen? Oh, klar. Ja, sonst nichts zu tun. Das war ein Checkpoint. Dem kann ich nicht reden. Ah, mit dir kann ich reden. Hallo. Hilf uns, die Verwüstung von Talfalde durch diese Unholde zu stoppen.
Boah. Kriegen wir hin. Eichhörnchen. Da ist noch ein Geschenk. Komme ich da hoch? Ich kann ja nicht springen. Komm ich hier hoch? Nein. Bei dem waren wir doch auch noch nicht. Da kommen wir auch nicht hoch. Sehr. Uch. Oh, da ist ein Trampolin. Yay. Zack. 4 von 6. Ich sehe nichts. Kamera. Wo zur Hölle bin ich jetzt? Achso, ich bin jetzt runter. Jetzt habe ich zumindest wieder Orientierung. So, dann. Hier. Auf dem Weg zum Theater. Wenn du die künstlerischen Fähigkeiten hast, kannst du die hochspringen und deine Reise verkürzen. Okay. Du bist von Natur aus eine Akrobatin. Du bist ein Vogel. Komm ich da auch hoch? Willst du mir jetzt sagen, ich komme da nicht rüber? Guck mal, hier komme ich auch hoch. Aber da komme ich nicht rüber. Warum nicht? Ach. Geht doch. So. Gehen wir doch da weiter. Ich habe keine Ahnung, wie lang das Spiel tatsächlich ist. Aber ich denke, es wird doch relativ kurz sein. Weil der für die Vita, der Teil war auch nicht unbedingt so lang. Komme ich da hoch? Dann komme ich hier nirgends hoch. Ich habe gehört, dass der Eichhörnchenkönig seine Krone verloren hat. Wir können sie nur das Stück ohne sie aufführen. Kein Wunder, dass die Bühnenarbeiter so besorgt aussehen. Das arme Eichhörnchen. Also jetzt möchte ich aber gerne wissen, warum ich hier nicht hochkomme. Bringt mir das was? Da ist noch ein Geschenk. Wie komme ich da hoch? Dann irgendwas? Nein. Hier. Hier komme ich hoch. Hoch. Oder auch nicht. Geh hoch. So. PlayStation ist auch hart am Ausrasten. Oh, hallo Kurierin. Könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun und diesen großen blauen Ball aus meinem Haus herausholen? Ich bin einfach zu klein, um ihn zu bewegen. Den da? Da. Jetzt? Krieg ich was? Ich hab dir doch gerade geholfen. Oh, ein Idiot. Hier komme ich durch. Komme ich zumindest zum Geschenk. Tada! Das war Nummer 5. Aber was heißt, eins ist hier noch irgendwo. Du! Das war nicht so gedacht. Aber wo ist Nummer 6? Eins fehlt ja noch. Ich habe keine Ahnung. So, von da sind wir gerade gekommen. Ich sehe aber auch nichts mehr, also gehen wir weiter. Soll ja auch kein 100% Run sein, aber wir wollen die Welt ja noch ein bisschen erkunden. Ich schätze mal, wir müssen hier lang. Immer dem Konfetti hinterher. So, wer bist du denn? Hi. Du kannst das Aussehen deiner Kurierin anpassen, indem du Konfetti gegen Dekoration tauscht. Gib deiner Kurierin einen Mund. Drücke jetzt die R3-Taste, um deine Kurierin anzupassen.